Nicola Wulff entdeckt mit 12 Jahren im Fernsehen die Sendung Ninja Warrior Germany und seitdem ist dieser Sport ihr Leben. Heute mit 16 trainiert sie mehrmals die Woche. An Wochenenden oder in den Schulferien fährt sie rund 3 Stunden, um in ihrer Lieblings-Ninja-Halle in Senden zu trainieren. Schwingen, hangeln, springen und immer wieder neue Bewegungen ausprobieren. Also ich connecte am liebsten. Das heißt, ohne Zwischenschwung weiterspringen. Das heißt, man macht in der Luft so eine Kippbewegung, dass man dann die Hände vorne hat und die Füße hinten. Und Nicola trainiert nicht nur in der Halle. In ihrem Zimmer daheim hat sie sich ihren eigenen Trainingsraum aufgebaut, wo sie täglich mehrere Stunden in Aktion ist. Und der Ehrgeiz zahlt sich aus bis hin zu den Weltmeisterschaften. Also hier sind meine Pokale. Den da hinten, den habe ich zum Beispiel in den USA gewonnen. Und den hier letztes Mal bei so einem Gartenwettkampf. Das ist ein Wanderpokal, das heißt, vielleicht muss ich den nächstes Jahr wieder abgeben. Den hier, den habe ich bei der European Ninja League 2022 bei den Teens im Finale gewonnen. Die ganzen Hindernisse hat Nicola nicht gekauft, nein. Sie hat sie selbst gebaut. Das ganze Handwerkliche hat sie von ihrer Mutter gelernt und kann es in der hauseigenen Werkstatt umsetzen. Ich schaue mir viele Wettkämpfe und andere Videos aus USA an, weil da hat es immer die neuesten Hindernisse. Ja, und dann suche ich mir halt die Hindernisse raus, die ich cool finde und baue die danach. Der Parcours in ihrem Zimmer hat ihr irgendwann nicht mehr gereicht. Mit etwas Überzeugungsarbeit bei den Eltern ist der Garten jetzt ein Trainingspark. Und hier bringt sie auch anderen Kindern das Ninjan bei. Ich überlege mir immer so Übungen, was die Kinder machen können. Und dann baue ich halt die Geräte auf und verstehe auch die Abstände ein bisschen, weil meine Abstände sind meistens ein bisschen zu weit für die Kinder. Ja, und dann trainieren wir immer unterschiedliche Sachen. Heute habe ich jetzt so kleine Sprünge probieren, an Hindernissen zu schwingen und ein bisschen wegzuspringen und auch ein bisschen hangeln. Komm, der reicht. Locker, ja, stark. Die Kinder lernen Schwingen und Balance. Und Nicola verdient sich ein bisschen Geld für neue Hindernisse natürlich. Stark hier so. Aktuell trainiert Nicola für ihren nächsten wichtigen Wettkampf Mitte November. Ihr größter Wunsch ist, weltweit sportlich unterwegs zu sein. Immer im Wettkampf mit anderen Ninja-Meistern. Ich will vor allem mehr Wettkämpfe in den USA machen, weil die Sportart da schon viel bekannter ist und dort die krassesten Leute sind. Doch davor möchte sie unbedingt bei Ninja Warrior Germany teilnehmen, der Fernsehsendung, mit der alles begann.